Hallo YouTube, hallo Freunde des Let's Plays, euer Sporty versucht sich jetzt zum dritten Mal im eigentlich gleichen Rennen. Das zweite war, naja. Also iRacing hier, ne? Dritte Folge, nur so zu eurer Info. Immer noch Laguna Seca, immer noch der Mazda MX-5 Cup. Und ja, das zweite Rennen war schwierig. Zwar ein paar schöne Kämpfe gehabt, aber dann disqualifiziert worden, was dann auch in Sachen Driver Ranking, also iRating, mehr schlecht denn recht war. Das Ganze war also nicht sonderlich gut. Zu viele Collisions, zu viel Off-Track und so weiter und so weiter. Zur Hälfte meine Schuld, zur anderen Hälfte nicht. Aber man kann es nicht ändern. Wenn man dann disqualifiziert wird, ist es halt so. Deswegen müssen wir versuchen, jetzt im dritten Lauf die Richtung wieder zu ändern und endlich mal wieder ein paar positive Punkte auf unser iRating-Konto zu kriegen. Ich muss mich jetzt erstmal wieder an dieses Auto gewöhnen, bin gerade nämlich mit dem Audi 90 IMSA GTO in der Zwischenzeit unterwegs gewesen in R3E auf genau dieser Strecke. War vielleicht suboptimal, weil das Auto fährt sich natürlich gänzlich anders. Aber hat Spaß gemacht. Werde ich euch dann auch als Video zur Verfügung stellen, sollte ich es noch nicht getan haben. Minimal. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ja, ich stehe da ein bisschen ungünstig, ich weiß. Fängt ja schon super an. Und das im Warm-up. Aua. You cut the course. You'll have to slow down and give up the time gained. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. They say you cut the course. You'll have to slow down and give up the time gained. Die Kupplung zu abrupt kommen lassen, da ging dann das Heck weg. Das Auto hat sogar 6 Gänge. Wow. Den 6. kriege ich nur nie, weil ich dafür einfach zu langsam bin. Dann bin ich ja mal gespannt, ob ich vielleicht jetzt dann doch mal wieder irgendwo
vernünftig mitschwimmen kann ohne Probleme. Wir werden sehen, sprach der Blinde. Null Strafpunkte in dem Rennen wären natürlich richtig gut, um dadurch eben im i-Rating ein wenig voranzukommen. Nur muss dafür halt auch alles zusammenpassen. Green, green, green! You got 10 laps to go. Ich bin momentan das Schlusslicht, das heißt, ich kann mich erstmal in der ersten Kurve aus allem raushalten und sollte das entsprechend auch tun. Momentan könnten wir deutlich schneller, aber es ist wie immer das Problem des Vorbeikommens. Und man möchte ja auch eben sauber fahren und niemanden mitnehmen. Deswegen wird das Ganze auch nicht einfacher. Jo. Den Spotter finde ich übrigens richtig gut, der macht Sinn. Uiuiui. Das Auto gerade fast verloren. Ja, wir liegen momentan auf der dritten Position, das ist erstaunlich. Als 10. gestartet, der Rest hat sich irgendwie selbst eliminiert. Diese Position werden wir zwar nicht beliebig lange halten können. Der Weiß-Grüne hinter uns ist zum Beispiel wieder in Angriffsposition. Aber es geht jetzt auch momentan nicht um die Position an sich, sondern es geht um sauberes Rennen. Keine Kollisionen, keine Abflüge, kein Off-Track. Ja, dann fahr halt. Das hat sich, glaube ich, schon wieder geregelt mit dem Slow Car on the left. Oder auch nicht. Weil Right Going war da nicht mehr, da wäre mir das Heck definitiv weggegangen. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Na, jetzt nur noch 5. Position. Aber immer noch ohne Strafpunkte, soweit ich das sehe. Keep digging.
side. Jo, ich seh's. Still there. Ja, auch das sehe ich. Still there. Immer noch. Clear on the left. Ja, hier ist einer ausgeritten. Bisher noch alles in Ordnung. Die Rundenzeit war 1,52, bisher meine beste Rundenzeit auf dieser Strecke mit diesem Fahrzeug in diesem Spiel. Der Abstand nach hinten wird größer, der nach vorne leider auch. Aber Hauptsache ist eben, dass wir das Rennen bisher sauber fahren. Immer noch. Okay. Go right. Right side. Clear on the right. Irgendwie kann ich in dem Streckenabschnitt immer ein wenig auf meinen Vordermann aufholen. Der macht nur irgendwie an anderer Stelle wieder richtig Zeit gut.
Na, 1,51, so langsam wird's. Ich taste mich doch langsam an Rundenzeiten ran, die halbwegs akzeptabel sind. Wird zwar noch ein bisschen dauern, bis wir dann auch wirklich in den Bereich 1,6 und... Nein, nicht gut. 1,46 kommen. Und bisher alles noch klar. Immer noch keine Strafpunkte. Aber die Runde ist halt kaputt und der Vordermann ist weg. Dafür ist der Hintermann wieder ran. Ja, ich kann den Hintermann auch schon im Rückspiegel sehen. Wir müssen jetzt wieder ein bisschen rangasen, um den Abstand zu vergrößern. Oh, nur weil der eine gerade irgendwie aufgehört hat, warum auch immer. Also ihr merkt, dass ich in dem Spiel deutlich weniger rede als zum Beispiel in F1 2013, weil man einfach viel mehr Konzentration braucht, dieses Auto auf der Straße zu halten. Das, obwohl das so ein untermotorisiertes Wägelchen ist. Mein Vordermann zieht jetzt endlich weg, nachdem ich in ein paar Runden immer mal ein paar Zehntel abnehmen konnte.
Ja, hier wieder. In diesem Bereich macht er irgendeinen Fehler und verliert dadurch dann Sekunden. Und das eigentlich konstant in jeder Runde. Okay. Ja, der Führende nur noch 30 Sekunden hinter mir. Aber mein direkter Hintermann hält zumindest mal den Abstand zu mir relativ konstant. Das finde ich gut. Das heißt, da droht eigentlich momentan keine Gefahr. Für uns nun auch letzte Runde. Na, 1:50, na super. So langsam wird das wirklich was. Was war das? Jetzt sag nicht, dass ich gerade mein Getriebe oder meinen Motor geschrottet habe. Nein. Oh nee. Was war denn das? Ja, irgendwas ist da gerade ordentlich kaputt gegangen. Und das in der letzten Kurve, in der letzten Runde. Ich habe keine Ahnung, was ich da kaputt gespielt habe. Es muss ja entweder Motor oder Getriebe gewesen sein. Ich weiß nicht warum. Ich kann hier auch wohl nicht mehr allzu viel sehen. Nö. Nee, also irgendwie ist irgendwas kaputt und ich kann euch absolut nicht sagen, was oder warum. Schade, also ich wüsste das schon ganz gerne. Naja, aber insgesamt war es ein ganz gutes Rennen. Wir haben mit einer 1:50 richtig gute Rundenzeit hingelegt, zumindest im Vergleich zu unserem ersten Rennen und besonders im Vergleich zum zweiten Rennen war es gute Performance, stabile Rundenzeiten, keine Fehler. Also wir waren nicht neben der Strecke, wir haben uns zwar zweimal gedreht oder einmal, aber es hat uns eben keine Strafpunkte gebracht. Insgesamt wirklich ein solides Rennen und ich bin mit der Leistung zumindest relativ zufrieden, auch wenn jetzt halt irgendwas kaputt gegangen ist auf einem guten fünften Platz, den wir nach Hause hätten fahren können. Da habe ich nun wirklich leider überhaupt keine Ahnung, wie ich das geschafft habe.
das kaputt zu spielen. Es wäre eine gute Leistung geworden. Es war zumindest auf der Strecke, denke ich mal, eine deutliche Entwicklung in die richtige Richtung zu sehen. Ich hätte das Ding halt nur gerne beendet. Naja, wenn ihr der Meinung wart, dass ich hier doch vielleicht ganz gute Leistung gezeigt habe, dann bitte das Däumchen nach oben auf dem Video und es würde mich freuen, wenn ihr bei einem der nächsten Videos wieder dabei seid. Und mit diesen Worten lasse ich euch dann hier alleine in den Weiten von YouTube. Wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Video, euer Swoddy.